Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit erstaunlicherweise schon wieder Bruno vom Balmschloss, unserem kleinen Drahthaar-Rüden, der wieder für ein paar Tage in unserer Pension ist und wir gebeten wurden, mit ihm was zu arbeiten und meiner Wenigkeit Uli Bertschi. Eigentlich haben wir uns vorgenommen, dass wir eine Weile lang gar kein Filmchen mehr machen mit Bruno. Erst wenn er wieder was mehr dazugelernt hat. Aber es hat sich so extrem ergeben, dass ich das einfach euch zeigen muss, hat sich ein so kleine Fehler eingeschlichen, die Bruno da ganz, ganz schön zeigt, in Form von Inkonsequenz und Unpräzision vom Führer her, aber selbstverständlich nicht bösartig oder gewollt gemacht, sondern ungewollt, und zwar vor allem so in Positionsübungen, die eigentlich Bruno einem schenken würde, weil er ja so verfressen ist und so gerne arbeitet. Ja, wenn euch solche Filmchen von uns gefallen, freut uns natürlich ein Abo riesig. Vielen Dank für alle, die schon unseren Kanal abonniert habt. Ihr dürft auch Kommentare dazu schreiben. Das ist natürlich für uns immer sehr spannend. Wir probieren auch alle zu beantworten oder sogar vielleicht ein Filmchen darüber zu machen. So bleibt das Ganze lebendig und so können wir auch auf Detailfragen ganz besonders und präzise eingehen. Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Zuschauen. Also, man sieht es jetzt hier schon. Ich habe ein Goodie. Wo sitzt der Hund? Er will sich ja das Goodie verdienen, aber der Arsch ist auf der Seite und jetzt braucht es nur ein, zwei, drei Übungen, wo er so belohnt wird und dann ist es einfach verkackt, dass der Hund immer sich so hinsetzt und bettelt. Also, klassische Konditionierung funktioniert so, dass man zeigt, wo das der Hund sich hinsetzen soll und man wirklich das Goodie erst gibt, wenn die Präzision absolut korrekt da ist. Ja, super. Auch wenn man ihn anfasst, zum Beispiel, muss er das ertragen. Wow, super. So ist brav. Und wird für das wieder belohnt. Oder man läuft dem Hund davon und probiert ihn wieder ins Fuß zu führen. Und jetzt, wenn das hier passiert, ist man nicht zufrieden, sondern Präzision ist halt, dass er wirklich am Fuß sich hinsetzt. Wow! Und für das belohnt wird. Und so schön, wie das Bruno uns anbietet, muss man das nutzen. Ja, super. Und da gibt es auch so, der Geheimtipp ist halt Laufen. Anlaufen, dann hat man schon ein Stück vom Fuß, vom Folgen am Fuß und hat ihn auch schon am richtigen Ort hingesetzt. Ich beginne da mit dem rechten Bein anzulaufen und parkiere das linke und ziehe das rechte wieder an. So hat der Hund ein bisschen mehr Zeit, das alles nachzumachen. So. Und es sieht aus, wie wir immer in Bewegung bleiben würden. So. Jetzt, wenn das nicht so passt, dann das hier ist jetzt nicht das Richtige. Komm zurück. So, ich probiere ihn jetzt wieder hinzuführen, korrekt ins Fuß. Ja, genau. So. Und jetzt provoziere ich natürlich. Ich stelle mich irgendwo so hin. Fuß. Fuß. Ja, jetzt kommt Stress, regt sich auf. Und ich erwarte, bis er selber herausfindet, was ist die richtige Position für Goodie zu kriegen. Vorher kriegt er gar keines. Jetzt kriegt er es. So, sprach die. Jawohl. Super. Tipptopp. So, ich laufe ihm wieder davon, dass er sich die Position wieder suchen muss. Und das ist jetzt angewöhnt. Also das hat er sich eingeprägt. Gefällt mir gar nicht. Und das wollte ich eigentlich damit zeigen.
Er setzt sich immer so schräg hin und ich will, dass er sich so hinsetzt. Wow, super, bravo. Warte. So, jetzt muss er hier warten. Ich nehme ihn jetzt so ins Fuß, wieder ein Schwierigkeitsgrad mehr. Bruno, Fuß. Fuß. Hey. Jawohl. So, dass er wirklich da auch selber den Konflikt lösen muss. Warte. Weil es halt ungewohnt ist für ihn. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Hans, du verzeihst mir das, wenn ich da einen Fehler aufzeige oder aufdecke, und zwar in der Öffentlichkeit. Das soll nicht als Vorführen gelten, sondern wirklich als Hilfe auch für ganz viele andere, weil das man sich überhaupt nicht bewusst ist. Bruno, Fuß. So, ich führe ihn jetzt wieder mit Hilfe vom Goodie in die richtige Position. Wow, das ist ja sensationell gesehen. Oh, super, tipptopp. Und vorher hat er sich immer so schräg hingesetzt, dass er besser zum Goodie schauen kann. Das hat damit zu tun, wo dass man das Goodie präsentiert und wo dass man es abgibt. Und wenn ich jetzt da darauf bestehe, dass das halt nicht so geht, sondern Fuß, dann ist das so eine einfache Geschichte und eine schnelle Geschichte, dass jetzt der Film schon fast fertig ist. Deshalb. Nein. So, tipptopp. Wow. Und eben, wie gesagt, man kann da, ohne sogar mit einer Leine zu arbeiten, auch schon das Folgen frei bei Fuß einarbeiten. Klar ist es auf Motivation, aber das hilft einem natürlich dann in der Unterordnungsgeschichte unglaublich, wenn das so funktioniert. Und, das war jetzt meiner. Ich habe ihn nämlich jetzt nicht korrekt hinsetzen lassen. So. Aber was ich zeigen wollte, ist anlaufen, anhalten. Anlaufen, anhalten. Und wenn es nicht ganz stimmt, korrigiere ich es nach. Präzision, Konsequenz. Super, ja. So, ich brauche einen Tipptopp. Wow, super. Sitz. So, es geht manchmal nur um Zentimeter. Wow, tipptopp. So, also, ich bin am Ende mit meinem kurzen, kurz Filmchen. Ich hoffe, ich konnte euch das eine und das andere damit zeigen. Freut uns natürlich, dass ihr so fleißig unsere Filmchen anguckt. Und ich hoffe, ihr könnt jedes Mal irgendetwas Kleines mitnehmen. Dann hat es auch den Zweck erfüllt. Viel Spaß und eine ganz schöne Zeit. Bleibt gesund und immer schön negativ. Tschüssi, ciao, ciao. Oh, super. Wow, wow. Oh, super gesehen. Ha, gut gesehen, Bruno. Oh,